Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Eternal Eden. Vorab noch, wenn ihr hier Continue seht, liegt es vielleicht daran, dass ich schon mal eine Aufnahme gemacht habe, die aber kaputt gegangen ist. Und dass ich schon die Demo-Version angezockt habe. Und ja, ich werde jetzt zusammen mit euch das Spiel starten. Ich werde aber dieses Mal das Tutorial... Ich werde es wieder anmachen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Press the action button in order to advance the text. Space, Enter or Set. Ja, ich benutze immer Space, also die Leertaste. Das Spiel ist auf Englisch, gibt's glaube noch nicht auf Deutsch, da es nämlich von einem eher unbekannten Programmierer ist, noch nicht so bekannten Blossomsoft. Es ist auch recht einfach gehalten. Und ich finde es eigentlich ganz süß so, aber seht selbst. If you're using a gamepad, you may have to try and find a properly mapped button or remap the buttons where they're usually provided with your gamepad. Das interessiert uns jetzt mal nichts. It is possible to alternate between window mode and full screen mode. Das weiß ich schon. Noah. Open your eyes. Öffne deine Augen. Ah, that's better. At last we meet again. Und wir treffen uns mal wieder. Hä? That voice. I know that voice. This is not the first time you have heard it. Das ist nicht das erste Mal, dass du diese Stimme hörst. If I already know you, then why won't you show yourself? Wenn ich dich schon kenne, warum zeigst du dich dann nicht? Let us take things one step at a time. Lass uns die Dinge langsam angehen. You must believe me when I say that you are not ready for what your eyes will tell you. Ich übersetze es nicht direkt so, wie es da steht, sondern ich versuche es mehr so, dass man es dann auch wirklich versteht, was da gemeint ist. Du musst mir glauben, wenn ich dir sage, dass deine Augen noch nicht für das bereit sind, was sie dir sagen. Oder was du sehen würdest. Ja. My identity will be revealed in due time. Meine Identität wird mit der Zeit ans Licht kommen. Can you at least tell me where I am? Kannst du mir zum Schluss noch sagen, wo ich bin? This hardly seems the place for old friends to enjoy a reunion. Das sieht schwer nach dem Platz der alten Freunde aus, um eine Wiedervereinigung zu enjoy, ja. Irgendwie beizutreten oder sowas. Old friends indeed. Ja, das indeed kann ich jetzt nicht direkt übersetzen. Surely you cannot honestly say that you have no memory of this place though. Kannst du wahrlich nicht sagen, dass du keine Erinnerung an diesen Platz hast? It would seem that you are far less prepared than I anticipated. Es scheint so, als wärst du doch weit weniger vorbereitet, als ich annahm. In that case, why don't I show you around a bit? So, warum zeige ich dir dann nicht, warum führe ich dich da nicht ein bisschen her? Use the directional arrows to move in a desired direction. Ja, wir sollen einfach die Pfeile benutzen zu bewegen. You will move to another section once you reach the edge of the current map as the arrows indicated. Ja, wir können hier, da drüben, wo die Pfeile sind, können wir in eine andere, in einen anderen Bereich laufen. Da, ich zeig's euch. Genau. So. It is also possible to dash by holding shift while moving. It can save you a lot of time while exploring. Wenn wir die Shift-Taste drücken, können wir rennen. Listen carefully, Noah. Hör gut zu, Noah. Your survival depends on your ability to search the field. Deine Fähigkeit zu überleben hängt davon ab, wie gut du das, die Umgebung untersuchst. In each area it is possible to find hidden items. In jedem Areal ist es möglich, versteckte Items zu finden. Now I want you to show me where I lost. I mean, hit all three items in the section. Ich zeig dir nun, wo ich alle drei Items versteckt habe. In diesem Bereich. Most all items are tucked away in corners and never in the center of the playing field. Die sind nur in den Ecken des Bereichs. Let me guide your body to show you, Noah.
further help you along, an exclamation point will appear over your head each time you walk over a secret item. Also jedes Mal, wenn wir über ein verstecktes Item laufen, kommt so ein Ausrufezeichen über uns. When you found an invisible item, press the action button to pick it up. Wenn wir dann Item gefunden haben, müssen wir einfach nur ja die den Aktionsbutton drücken. Found with Tonic. Now find the two remaining items. So, wir müssen jetzt die anderen zwei Items finden. Das ist nochmal mit Tonic. Das ist sowas wie Wasser, mittleres Wasser oder sowas. Also, wenn das jemand besser weiß, kann das mir gerne in die Kommentare schreiben. Fountain. Ein Zelt ist da, um alles komplett zu heilen. Tonic füllt einfach nur die Leben auf. Ein bisschen zumindest. Wait, hold on a moment. I need a short break. I feel weak. Ich warte einen Moment. Ich brauche eine kurze Pause. Ich fühle mich so schwach. This would be the perfect time for one of those tonics you found. One of those and you'll feel like a brand new man. In order to check on your health, simply open the menu. Right now your health is very low. To fix this, you'll need to cure your wounds with a tonic. To use an item from your inventory, select the item command and press the action button. Move the cursor to it so that it selects the mid-tonic and press the action button. Finally, choose your character and press the action button again. You can repeat the process until the maximum HP limit is reached. Also, wir müssen einfach das mid-tonic auswählen, den Charakter auswählen und dann können wir den Prozess so lange wiederholen, bis halt die maximale HP erreicht sind. Exit the menu screen. Ja. Ich weiß nicht, wie man das Menü auf Englisch ausspricht. Tut mir furchtbar leid. Also, ich zeig's euch nochmal. So. Und nochmal. Genau. So, dann suchen wir da nochmal nach Items. Ich schaue immer gern alle Ecken ab und es leckt ein bisschen, merke ich gerade. Fortune smiles upon you, Noah. There are still a few scattered treasure chests lying about. Ripe for the picking. Come on now. Come now, open them and reap their great treasures. Also das sind Schatztruhen und da dürfen wir alles nehmen, was wir wollen. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt ein Schwert und eine Ausrüstung gefunden. Und ein Schild. Now that you have these wonderful accessories, why not put them to good use and equip yourself with them? Entschuldigung. A wise man is always prepared for any danger. To equip your character, simply open the menu. Then select the equip command and press action button. Next, choose your character and press action button. Move the cursor over the body part you would like to equip with an item. A list of items will appear beneath the window. You can view the new data before equipping it. When you are decided, simply press action button. The item is now equipped. Repeat the process to each body part to get the result as shown on the screenshot. Yep. Wir müssen hier auf Ausrüsten, auf Noah. Dann hier auf Weapon, also Waffe, und das Schwert auswählen. Dann hier bei Schild. Und bei Body dann die Rüstung. Dann haben wir alles. Und dann können wir raus aus dem Item, aus dem Menü. Und können weitergehen. Da ist ein Item. This is bad, Noah. Trouble comes. Trouble? What kind of trouble? Das ist schlecht, Noah. Es Ärger kommt. Ärger? Was für ein Ärger? Stop speaking speaking in riddles and just tell me what's going on. Can you not see the smoke there? Horrible fins of another dimension are concealed within. If you allow yourself to come into contact with them, they will seize the opportunity to try and harm you. Also wenn man den Rauch da oben berührt, dann wird man angegriffen, das ist ein Monster. If you touch a smoke plant, you will change Combat Mode and will not return to Field Mode until the fight has ended. Battle Tutorial. Battle Mode is easy to understand if you follow the basic steps. The first step is to decide whether you want to fight or escape.
Choose this command to return to field mode. You can escape at any time. Choose this command to fight and make the main group of battle commands appear. Don't worry if you accidentally choose a command that you didn't mean to. You can return to a previous menu to cancel by upholding. This command allows you to attack with the weapon in your hands or with your bare fists. This command allows you to choose from a list of powerful skills as the cost of magic points. This command allows your character to take only half the normal amount of damage from your opponent per round. This command allows you to use an item from your inventory such as healing tonics. The main goal is to defeat every enemy on the screen. Always watch your health points, age or HP. If your HP reaches zero, your character will die instantly. Magic points, M or MP, allow you to use skills from a list at a condition you have enough points. Therefore, once you use your attack command, a cursor will appear over the selected enemy. In addition, you can view the target's HP. If you keep attacking an enemy and its HP reaches zero, it will die instantly. This indicator allows you to view the enemy's current state. It can be sleeping, poisoned, and so on. Don't worry, battles will become second nature after a few rounds. Also, die Kämpfe sind so ungefähr wie in Final Fantasy aufgebaut, wenn ihr Final Fantasy kennt. Wenn nicht, werde ich es euch einfach gleich demonstrieren, anstatt hier lang rumzureden. Was von die Items erzählen? So. Okay. Slime emerged. Also, ja, Schleim taucht auf. Wir kämpfen jetzt hier, greifen an. Genau. Nochmal. Wir haben Attacke, Skill. Skills sind die Zauber oder was sonst halt unser Charakter noch kann. Guard, wir können ein. Entschuldigung, Windstrahler verteidigen. Und Item, wir können Items einsetzen. Item, ja. Ihr wisst, was ich meine. Noah was victorious. 24 experience points were received. 25 GP were obtained. Okay. At the end of every battle, you receive experience points and gold points. When you get sufficient XP, you reach new levels of power and become stronger. Therefore, it's a good habit to join as many troops as you can. Also, man wird halt stärker, wie in jedem Spiel. The situation grows worse. Die Situation wird schlimmer. Even as we speak, more enemies invade this area. Während wir sprechen, stürmen noch mehr Gegner das Areal. They don't intimidate me. You know, it would help if you could tell me why I'm fighting them. Be a little more patient. You're not forced to destroy all friends you encounter. You can simply dodge them and keep moving ahead. Da. Wir sammeln einfach mal alles ein, was uns so vor die Nase läuft oder über den Kopf. Über die Exclamation Mark. Komm her. Nicht vergessen zu drücken. So. Wie ihr wisst, wenn der Rauch uns berührt, dann kommen die Monster. Genau so. Ja, mal wieder der Schleim. Ja. Und nochmal. Ja, so habe ich das gerne. Und noch einmal. Ich mache jetzt noch das Tutorial und den Anfang mit euch und dann ist der erste Part auch beendet. So, wir machen mal weiter. So, da ist der nächste Schleim. Ja, Schleim, super. wir schaffen das schon. Können wir eigentlich. Skill können wir noch nicht, glaube ich. Haben wir, glaube ich, noch nichts gelernt. Weil das ist einfach, wir sind mit dem. Am Anfang sind wir viel weiter irgendwie. Ja. Ich verrate euch mal noch nicht zu viel. Das ist sozusagen der Prolog der Story in dem ganzen Spiel. Hey, komm zurück. Warum immer da, wo ich zu essen laufe und dann weg da. Okay, also nächster. Wieder Schleim. Wir greifen wieder an. Zack. Tot. Und noch einmal. Wieder tot. Ja. Ich finde das Spiel bisher eigentlich richtig süß. Also,
Das ist richtig toll so. Auch wenn es einfach gehalten ist, ist es einfach toll. Komm her. Da oben den Kristall, den ihr da seht, wird gleich erklärt. Einen Moment. So, wir gehen jetzt an diesen Kristall. This is a save point. It is used to save your game data and resume at a later time. You have up to 32 slots in which to save. It is highly recommended that you save your game as often as you can in different slots. When your HP and MP are very low, you can use a 10 to completely restore your strength. Wie ihr seht, das war die Demo-Version. Das war die erste Aufnahme. Das war die zweite. Und die war kaputt. Beide waren kaputt. Ja, wir haben jetzt einfach mal im nächsten Slot gespeichert. Da! Einen Moment, ich erkläre euch gleich, was da passiert ist. In every area there is a special room called the Hell of Treasures. It is optional, but if you defeat all the enemies in a given area, you will be granted access to this unique treasure, bla bla. Also immer wenn wir alle Gegner in einem Areal besiegen, dann taucht hier in der Halle der Schätze eine Truhe auf und wir kriegen ganz exklusive Items, also ganz seltene meistens. Und ganz wertvolle. Komm her. So. Destroy all foes in the previous corridor and return to receive great rewards. Mal sehen, was wir hier bekommen. Pawn Squire Ring. Also ein Ring. Wir gehen ins Menü. Nur. Accessory. Und hier haben jetzt einen Ring. At last you have arrived. Perhaps this time will be different. Yes, you have surmounted the trials so much better this time. Also, er hat irgendwie eine Prüfung oder so viel besser abgeschnitten als sonst. Entschuldigung. Hä? I dare say that this time you may even have the power necessary to make it through victorious. Ich sage, du hast dieses Mal wirklich genug Power, um erfolgreich zu sein. That's it, I've had it. I will not take another step until you tell me what is going on here. Ich mache keinen weiteren Schritt, bevor du mir nicht sagst, was hier los ist. Noah, can you feel it? Kannst du es nicht fühlen, Noah? Can you feel it inside you, eating away at you? Kannst du es nicht in dir spüren, wie es einen Weg nach außen sucht? Feel what? Was fühlen? The need. Die Gier. Can you feel the gnawing hunger that lies deep within your soul? Kannst du nicht den nagenden Hunger in dir spüren, tief in deiner Seele oder so ähnlich? It cries for redemption. Ja, irgendwie ist sucht da Redemption, Vergebung? Or have you truly forgotten everything? Oder hast du wirklich alles vergessen? Redemption? Vergebung? I haven't done anything. Ich habe nichts getan. Did I not already tell you to open your eyes? Habe ich dir nicht bereits gesagt, du sollst deine Augen öffnen? So stubborn, Noah. So dämlich, Noah. Oder sowas. It really do amaze me sometimes. Du amüsierst mich wirklich manchmal. I have no idea what you're talking about. Ich habe keinen Plan, worüber du redest. Just tell me what's going on. Sag mir, um was es geht. Tell me what you want me to do. Sag mir, was du willst, dass ich machen soll. Oder so ähnlich. Ja. Oh no. Oh nein. It comes. Es kommt. Es kommt. what? Oho, schau dich diese hübschen Glubsche an. What are those eyes? Was sind das für Augen? The snake. Die Schlange. The serpent of persuasion. Serpent of what? Ja, die Schlange von was? You have come here to this place to confront that which all sinners confront. Du bist hier an diesem Ort, du bist hierher gekommen, um das zu konfrontieren, was alle Sünder konfrontieren müssen. What? I don't understand. Was? Ich verstehe nicht. There's no time for explanations, Noah. Es ist keine Zeit zu erklären, Noah. No, however, that I have faith in you. Wisse, dass ich, egal was du machst, immer Vertrauen in dich habe.
I truly hope you are able to defeat it this time. Ich hoffe wirklich, dass du dieses Mal bereit bist, es zu besiegen. Maybe then you will find forgiveness for the terrible mistakes you have made. Vielleicht findest du dann Vergebung für die schrecklichen Fehler, die du gemacht hast. Das klingt ja schon mal sehr, sehr spannend. Servant of Persuasion emerged. Oh, ist die groß, wird hässlich. So, jetzt schauen wir mal, was Skills haben. Hallo, beweg dich. Ah ja klar, jetzt sind meine Frames gerade abgestürzt. Haben wir nicht, okay. Dann müssen wir einfach so angreifen. Fire, also mit Feuer greift sie an. Und das macht sau viel aus. Ich denke, den Kampf gewinnen wir auch nicht, weil schaut mal, wie viel Lebenspunkte die hat. Haben wir keine Chance. Und wir sind schon tot. Da hätten wir nicht mal heilen was gebracht. Ich wäre aus dem Heilen nicht mehr rausgekommen, solange bis ich keine Tränke mehr gehabt habe. Noah, no! Answer me! Antworte mir. Noah! My poor Noah, mein armer Noah. I was wrong. Ich lag falsch. You were not nearly ready enough for this battle. Du warst nicht mal annähernd bereit für diesen Kampf. But perhaps there is another way. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Perhaps. Okay, und mit diesen Worten schlüpfen wir jetzt aus dem Bett. What a bad dream. Was für ein schlimmer Traum. I still have that square ring on me. Er hat immer noch den Ring. So, und mit diesen Worten mache ich jetzt hier einen kleinen Schnitt. Das war schon mal die Einführung und der Prolog und so weiter. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf dieses Spiel geworden. Und ich hoffe, ihr werdet den zweiten Part auch schauen, wenn ihr bis hierher geguckt habt. Wie gesagt, das Spiel ist einfach gehalten. Aber ich finde es richtig süß und die Story dahinter ist auch eigentlich, ja, ziemlich cool. Also ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch. Bei Let's Play Eternal Eden. Nicht Eden, Eden Eternal, sondern Eternal Eden. Lauter E's. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.